So, Maike, heute wende ich mich an euch mal in einer ganz besonderen Mission. Ihr wisst ja selber, dass ich auch ein Heizer bin, kann man sagen. Aber jetzt sage ich euch mal was. Hört mal zu, Jungs. Lasst uns auf der Landstraße, ich bin am Sonntag mit welchen gefahren, von der Bücke hier hoch durch die kurvenreiche Strecke. Mit Jungs, die auch solche Motorräder haben, wie ich hier habe. GSX-R 750. Die Jungs sind gefahren, da kann ich nur sagen, hey, die wollen sich die Birne einfahren. Hört zu, Jungs, ich will euch mal was sagen. Lasst auf der Landstraße, ich bin auch manchmal am Schnellfahren, muss ich dazu sagen. Aber ich fahre auf der Landstraße untereinander, keine Rennen mehr. Die Motorräder von heute haben 200 PS. Und so ein Motorrad auszunutzen, kann ich auf der Landstraße, kann ich die Scheiße lassen. Wenn auf der Landstraße, ich bin mit denen am Sonntag gefahren, bin da hinterher gefahren, hab gedacht, ey, die haben es nicht alle auf der Latte. Überholen sich gegenseitig in der Kurve. Hört mal zu, Jungs. Die sollen Moped fahren wie das hier. Lasst es auf der Landstraße sein. Es bringt nichts. Erstens mal, wenn ihr fahrt, denkt mal nach. Wenn ihr eine Linkskurve fahrt, da fahrt ihr außen rum. Das ist auf der Rennstrecke Auslaufrunde. Wenn ihr eine Rechtskurve fahrt, fahrt ihr keine Ideallinie, fahrt ihr innen durch. Dann sind die Jungs dazu gegangen und haben und versuchen, ihre Knie auf der Erde zu bringen. Wenn ich auf der Landstraße fahre, kann ich das nicht machen. Dann sitze ich wie so ein Arsch daneben. Aber wenn ich auf der Rennstrecke fahre, dann ist das alles ganz anders. Also auch ein ganz anderes Spiel zum Vorschein. Ich zum Beispiel habe eine HP4. Über 200 PS. Okay, auf der Autobahn, leer, sonntags morgens, kann ich auch mal mit 300 durch die Kurve nageln. Gefährde ich keine Sau mit, wenn die Bahn leer ist. Aber ganz ehrlich, Jungs, auf der Landstraße, ey, wir müssen die Scheiße auf der Landstraße einfach ein bisschen einstellen. Überleg mal, seit Januar bis heute sind über 48 Biker abgekratzt durch zu schnellem Heizen auf der Landstraße. Hört, fahrt doch. Zum Beispiel, ich gucke mir die Renntrainings an. Hockenheim, Bilsterberg, Nürburgring Nordschleife, Sachsenring, sonntags ganzen Tag, 190 Euro. Da könnt ihr diese Böcke doch mal richtig austesten. Aber das geht doch nicht auf Landstraßen. Ey, ganz ehrlich, ich bin auch ein Heizer. Und wenn man ein Stückchen kommt, wo ich sehe, kann 3-4 Kurven, da ist keine Sau. Okay, denke, baller mal da durch. Okay. Wenn kein Auto in der Nähe ist, alles gut. Aber die Leute, die irgendwo auf den Parkplätzen stehen und nach links gucken, frei, nach rechts gucken, frei, die tuckern da raus und du und ich oder du oder RCS kommen angebraten. Ganz ehrlich, wir fahren auf der Landstraße, einige fahren auf der Landstraße auch 200 und mehr. Das kannst du vergessen, Jungs. Hört auf mich. Ich bin wirklich einer, der schnell fährt. Ich fahre auch schnell in Spanien, da ist aber keine Sau. Hier ist es zu eng auf den Straßen. Und ihr wollt ja auch bestimmt nicht, dass eure Eltern sagen, der hat sich den Arsch abgefahren. Warum? Auf Langstraße geht es nicht. Gib ein Beispiel. Wir zwei oder wir drei oder wir vier sind gefahren am Sonntag. Wenn der Erste oder der Zweite vor der Kurve noch ein Auto überholen kann, dann ist der weg, dann kannst du nur noch mit Risiko hinterherfahren. Das ist doch scheiße. Wenn gefahren wird, ich mache auch hier jetzt demnächst, versuche das, Leute zu animieren, mit mir zusammen im Bus zum Bilsterberg fahren. Und da könnt ihr zeigen, was ihr drauf haben. Und vor allen Dingen musst du, wenn ihr vom Fahrt, einen geilen Kombi anhaben, Handschuhe mit Protektoren und einen Top-Helm. Es nützt nichts, wenn ich so fahre. Wenn ich so fahre, hier so mit Jäckchen, kann ich abhaken. Wenn ich auf der Fresse liege, mein Arzt hat mal gesagt, dann siehst du aus wie Matsche. Also Jungs, bitte, ich will euch nicht reinreden, ist okay, aber alles machbar. Auch Wheelies fahren ist nicht schlimm, ist ja nicht schnell. Aber auf der Landstraße Rennen fahren, das habe ich abgestellt. Das mache ich nicht mehr. Das habe ich früher mal gemacht. Da lag ich auch immer im Krankenhaus. Ja, so ist das. Und es kann auch mal passieren, dass du gar nicht mehr aufstehst. Also bitte, Jungs, ich möchte euch einfach sagen, auf der Landstraße oder so, lasst es doch sein. Es bringt nichts. Es bringt nur Frust. Schnellfahren ist okay, aber nicht zu schnell mit mehreren.
Ich habe es abgestellt, weil ganz einfach die Scheiße ganz schnell in die Hose gehen kann. Also merkt euch eins, ich will euch kein Apostel hier spielen, aber wer diese Stühle kann man echt nur auf abgesperrten Strecken Gas machen mit. So sieht's aus. Wenn ich so einen Hobel auf der Rennstrecke fahre, habe ich Spaß ohne Ende. Wenn ich absegle, liege ich mit dem Arsch im Kiesbett und nicht in der Leitplanke. Ist das klar? Habt ihr das verstanden? Ich möchte das nur sagen. Ich habe das auf der Landstraße, Raserei, eingestellt. Ich fahre schnell manchmal, muss ich sagen. Aber nicht mit welchen um die Wette. Was ich am Sonntag erlebt habe, ich gedacht, die ticken doch nicht mehr richtig. Ich bin kein Apostel, der sagt, oh. Ich wollte nur sagen, lass langsam gehen oder wenigstens so, dass keine andere Sau damit gefährdet wird. Es ist besser. Fahrt nach mir, wir fahren zur Rennstrecke und da könnt ihr mal fahren. Übrigens, da wird mal eine Geschwindigkeit gefahren in den Kurven. Da kannst du hier nur von träumen. Das ist doch keine Ideallinie, wo die rumfahren. Ich habe es auch schon mal gesagt. Die fahren außen rum in den Kurven. Das ist auf der Rennstrecke eine Auslaufrunde. Das ist doch scheiße. Bitte, lasst langsam gehen. Das ist mein Ratschlag an euch. Ich bin wirklich kein Apostel, aber diese Stühle, die kannst du nur ausfringen, wenn du auf einer abgesperrten Piste fährst. Und da sind Jungs, die können fahren. Alles klar, ich wünsche euch viel Glück und behaltet das mal, was ich gesagt habe. Alles klar, okay, ciao.